Bei mir geht es immer um Leben ohne Krankheit. Und hier in diesen 6 Spezialseminaren, sagen wir das mal so, ganz fokussiert um Naturzeolith, was man mit Naturzeolith machen kann. Ja, jetzt der Zeiger rückt voran, aber wir sind noch nicht ganz auf 10 Uhr. Deshalb noch ein bisschen Vorgespräch. Wir haben ja immer spezielle Themen, die den Einsatz von Naturzeolith und die Bedeutung von Naturzeolith betreffen. 6 Themen sind das. Und immer geht es dabei darum, ohne Risiken, ohne Gefahren und ohne Folgeerkrankungen, ohne negative oder unerwünschte Nebenwirkungen voranzukommen. Und weil diese Methoden eben vielfältig, nützlich und eben auch ohne Risiken sind, ergibt sich oft auch die Möglichkeit, wenn man nicht einen entsprechenden Arzt oder Heiler findet, diese Methoden eben selbst einzusetzen. Das ist der Hintergrund von Leben ohne Krankheit. Das ist der Hintergrund meines Informationsdienstes AWSmart. Und ich muss sagen, sehr, sehr viele haben sich schon zusammengefunden und nutzen schon über Jahre meinen Informationsdienst, weil man dort sofort die Dinge umsetzen kann. So, Blick zur Uhr. Es ist 10 Uhr. Donnerstag, 10 Uhr. Ich begrüße alle zum heutigen Naturzeolith-Seminar. Heute haben wir ein spezielles Thema im Rahmen unserer Programme. Und zwar geht es heute um die Hilfe bei Polyneuropathie. Immer, aber auch immer ist es so, dass haben wir eine Erkrankung, nur uns selbst heilen können. Und fremde Hilfe, fremde Heiler haben es noch niemals geschafft. Die können das unterstützen, aber wir können es nur selbst heilen. Und dieses Prinzip, dass das so ist, diese Tatsache, sollten wir niemals vergessen. Und ich gestatte mal mir ein Zitat und sage auch gleich von wem. Das ist ein sehr bedeutender Mann. Und zwar, Zitat beginnt: Wir Ärzte tun nichts anderes, als den Doktor im Inneren zu unterstützen und anzuspornen. Heilen ist Selbstheilung. Wer hat das gesagt? Dr. Albert Schweitzer. Er ist Nobelpreisträger. Ja, und bei diesem Prinzip bleiben wir. Und jetzt möchte ich hier beginnen, möchte die Folienpräsentation starten, die für den heutigen Tag vorgesehen ist. Ja, es geht also, wie gesagt, in unserem Informationsprogramm, in unserem Informationsdienst AGSmart um Leben ohne Krankheit. Und hier in diesen Seminaren dieser Woche geht es um Naturzeolith. Was kann Naturzeolith dazu beitragen? Ja, heute Naturzeolith mit Naturzeolith erfolgreich bei Polyneuropathie. Nun kann es sein, dass der ein oder andere gar nicht weiß, was Polyneuropathie ist. Ich erkläre das. Auf jeden Fall ist es für jeden wichtig, ob er nun darunter leidet oder nicht. Es ist für jeden wichtig, hier Bescheid zu wissen. Ja, und immer wieder meinen die Teilnehmer, ich soll nicht darauf verzichten, die Bücher, auf die ich mich hier, oder die Bücher, die ich letztens auch immer schon empfohlen habe in den vorangegangenen 3 Seminaren, dass ich die empfehle. Ich will das heute mal ganz, ganz kurz machen und dem Wunsch entgegenkommen, den Wunsch erfüllen. Von Dr. Ilse Tripnik, das Ergebnis ihrer 10-jährigen Erfahrung als Ärztin, wie sie mit Vulkangestein Menschen heilt, zu den verschiedensten Erkrankungen, detailliert und auch für den Laien verständlich dargestellt in ihrem Buch Der Stein des Lebens. Ich kann das Buch empfehlen. Von Professor Karl Hecht, wahrscheinlich international der Koryphäe, die man finden kann, das Buch Zeolith, Lebenskraft durch Urgestein. Hier kommt man schon etwas näher zu den Zusammenhängen und nicht nur fokussiert auf die Erkrankung, auch zu den Themen Prävention, Detox, Hygiene, also Entgiftungshygiene und Ökologie. Auch von ihm ein weiteres Buch, macht viel Freude, es zu lesen. Ich empfehle es Ihnen, weil dieses Buch lautet Antworten auf 100 Fragen zur gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzeolith. Und ich denke, dass auch Ihre Fragen dort beantwortet werden. Und schließlich das vierte Buch. Hier geht es schon ein bisschen mehr in die Naturwissenschaften hinein. Auch wieder von Professor Karl Hecht und Co-Autorin. Naturmineralien, Regulation, Gesundheit. Ein großer Wissensfundus, dort
für den Laien vielleicht manches zwei, drei Mal zu lesen, bis man es versteht. Aber wenn man die Zusammenhänge versteht, eröffnen sich einem neue Welten. Ein wunderbares Buch. Kann ich also auch empfehlen. Unsere sechs Seminare dieser Woche, also von Montag bis Samstag, haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch dieser Woche absolviert. Und es stehen noch die Themen mit Zeolith erfolgreich bei Polyneuropathie. Das ist heute. Es steht am Freitag Jungbrunnenzeolith, gesund, stein, alt werden. Und es steht dann am Samstag das letzte Seminar mit dem Thema ganzheitliche Entgiftung. Ja, heute also mit Zeolith erfolgreich bei Polyneuropathie. Ja, zu meiner Person ganz, ganz kurz. Ich bin klinischer Strahlenphysiker. Mein Name ist Werner Ulrich. Ich arbeite in den Gebieten Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Dort habe ich mich sowohl fachlich als auch wissenschaftlich graduieren können. Ich bin Medizingeräteentwickler, besonders auf dem Gebiet von Schmerztherapiegeräten, von Geräten, die weiterhelfen bei Herz-Kreislauf-Einschränkungen, auch von Geräten, die mit ihrer Methode dann Parasiten im Körper abtöten und so für Leben ohne Krankheit da sind. Ich bin Geschäftsführer, ich bin Buchautor, mehrfacher Patentinhaber und ich beschäftige mich eigentlich, sagen wir mal, schon viele, viele Jahre damit, Methoden zu erkunden, die Leben ohne Krankheit gewähren. Und so wie ich es auch heute schon im Vorspann gesagt habe, bei mir lautet es immer Methoden, die so gut wie keine riesigen Gefahren, Nebenwirkungen, also unerwünschte Nebenwirkungen, Folgeerkrankungen haben. Und diese Methoden publiziere ich, darüber informiere ich, aber ich entwickle auch selbst solche Methoden bzw. modifiziere sie. Und das im Rahmen eines AGSmart-Informationsdienstes sicherlich für jedermann interessant, der an Leben ohne Krankheit interessiert ist. Ich helfe also Menschen, schmerzfrei zu leben. Wenn Sie mit mir kommunizieren wollen, dann können Sie es natürlich auch in diesem Seminar über den Chat tun, der über diese Software rechts für Sie möglich ist. Aber wenn das nicht für die Öffentlichkeit sein soll, was Sie für Fragen stellen, dann empfehle ich die E-Mail zu verwenden, die ja eingeblendet ist. Und um uns einzutakten und uns einzustimmen, möchte ich Ihnen gern ein kurzes Video vorstellen, das Sie sicherlich auch emotional berühren wird, denn es geht um die Frage, wie möchte ich in den letzten 10 Jahren meines Lebens leben? Ich spiele Ihnen dieses Video gern jetzt einmal vor und mich berührt es jetzt. Last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health Last. Ja, meine Damen und Herren, beides ist möglich. Wir können frühmorgens alltäglich mit unserem Sportrad uns auf den Weg begeben, aber wir können auch auf einem Krankenstuhl gefahren werden von einer Pflegeperson. Beides ist möglich. Wir können mit unseren Enkelkindern herumspaßen, herumalbern, aber wir können auch im Krankenbett liegen und auf den Besuch unserer Liebsten warten. Wir können uns bei der Atmung mit Sauerstoffgeräten unterstützen lassen. Wir können aber auch durch Wälder wandern. So unterschiedlich ist das. Und was ich meine ist, wir haben es zum größten Teil vielleicht in der Hand. Ich muss sagen, vielleicht, denn in die Zukunft kann ich auch nicht schauen, aber wir können uns darauf vorbereiten, physisch, mental, dass wir eben den auf der linken Seite dargestellten Weg gehen und nicht den anderen. Ich erlaube mir jetzt einfach, auch um Sie nicht zu langweilen, ich erlaube mir einfach, Ihnen das Video jetzt noch einmal vorzuspielen, weil ich denke, es... Musik.
What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health Last. Ja, ich muss sagen, für mich nicht nur immer emotional berührend, sondern auch motivierend, tätig zu werden, dass man zur linken Seite der Darstellung gehört und nicht zur anderen Seite. Ja, wir waren also bei meiner Vorstellung. Ich glaube, das war erstmal ausreichend. Für wen ist es interessant, heute oder eben auch die ganze Woche, sich über Naturzeolith weiterzubilden? Das Weiterbilden spielt ja eine ganz große Rolle bei der hohen Geschwindigkeit der Entwicklung in der Medizin, in der Wissenschaft, wo unsere Leistungsanbieter der Krankenkassen mit den Leistungskatalogen überhaupt nicht nachkommen. Und ich habe an anderer Stelle schon einmal vorgerechnet, dass uns mehr als 98% der wissenschaftlichen Methoden vorenthalten werden, weil eben die Leistung bzw. die Angebote, die neuen Methoden oder die neu erforschten Methoden einfach nicht in die Kataloge hineinkommen, denn sie bringen meistens den Leistungsanbietern nicht den dort erwünschten Profit. Und deshalb meine, ich sage nicht Kampagne, sondern mein Programm Leben ohne Krankheit. Sie erfahren also in dieser Woche, wie das Vulkanmaterial Zeolith Ihr Leben und Ihre Gesundheit retten kann. Wir sprechen hier immer von Naturzeolith. Das geht auch, das hört sich etwas hochtrabend an, Ihr Leben und Ihre Gesundheit retten. Aber glauben Sie mir, es ist wirklich der Fall und es bewährt sich täglich millionenfach auf der Erde. Sie erfahren also, wie Menschen das Altern aufhalten können. Sie erfahren in dieser Woche, wie die Entgiftung vorangebracht werden kann, wie Folgen von Strahlentherapie oder Chemotherapie überwunden werden, wie Radioaktivität ausgeleitet werden kann, Calcium eingebaut wird, Magnesium eingebaut wird. Sie erfahren, wie Menschen, die ihre sportliche Leistung erhöhen wollen, mit Naturzeolith zurechtkommen, wie sie zu mehr Lebensenergie kommen, wie sie ihren Körper überhaupt säubern können. Und sie erfahren auch, wie sie Fisch essen können und dabei das leider damit verbundene Quecksilber ausleiten können. Wie sie ihr geschwächtes Immunsystem stärken können, wie Menschen, die Konzentrationsstörungen haben, besser leben können, wie sie ihre Schlafstörungen überwinden, wie Menschen damit besser umgehen können, die ständig müde sind, beziehungsweise auch Menschen, die Bakterien haben und bakterielle Gifte ausleiten müssen, wie sie den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen können, wie das nützlich ist für Menschen, die eine Dialyse brauchen, und überhaupt gehört Naturzeolith in ihren Erste-Hilfe-Kasten. Ja, die Chemotherapie-Folgen werden gelindert, wie sie eben nach Chemotherapie wieder stärken können. Überhaupt ist Naturzeolith ein Muss, meines Erachtens ein Muss für Menschen, die zu Leben ohne Krankheit sich hinbewegen wollen, für Menschen, die Krebs haben und auch für Menschen, die überhaupt gesund bleiben wollen, die ihre Verdauung verbessern wollen, Menschen mit Verstopfung, Menschen mit Helicobacter und letztendlich bei den Erkrankungen Leberzirrhose, Fettleber, Gelbsucht, aber auch bei Körpergeruch. Und für Menschen, die das gefährliche Aluminium aus dem Körper herausbringen wollen. Wir finden ja leider in Lebensmitteln heute sehr oft Zufügung von Aluminium, die dann zu entsprechender Vergiftung führt. Mit Naturzeolith können wir das zu Ende bringen. Ja, in dem Buch, was ich schon angekündigt habe, Der Stein des Lebens von Dr. Ilse Tripnik, hier nochmal eingeblendet der Link, mit dem Sie zu dem Buch auch kommen können. ulrich-mtc.de/Tripnik. Dort steht mehr darüber, auch über das heute von mir ausgewählte Thema Polyneuropathie. Und Frau Dr. Tripnik schreibt, und ich zitiere wiederum, ich kenne bis heute kein Mittel,
das gegen dieses Nervenleiden so gut wirkt wie das Naturmineral. Also nehmen wir es auf, wie überraschend die Erfolge bei Polyneuropathie sind. Und da möchte ich gleich mal darauf eingehen, was eigentlich die Polyneuropathie ist. Polyneuropathie vom Namen her, Poly, das heißt viel, Neuro heißt Nerven, Pathie heißt Krankheit. Also viele Nervenerkrankungen in der Peripherie hauptsächlich. Betroffen sind Nerven für Empfindungen, für die Motorik, aber auch für solche, die beispielsweise Schmerzgefühle von Kalt und Warm auslösen. Es gibt Nerven, die haben eine Isolierschicht, wie ein Stromkabel. Es gibt aber auch Nerven, die besitzen diese Schicht nicht. Von Schmerzen betroffen sein können die Nervenfasern, das sind sozusagen die Axome, aber auch die Isolierschicht kann betroffen sein. Und das kann sozusagen von den Füßen bis zum Knie gehen, aber auch in den Handflächen, von den Handflächen her in Mitleidenschaft gezogen werden. Die häufigsten Ursachen für immer häufiger vorkommende Nervenleiden sind Diabetes mellitus. Erinnern Sie sich, wir hatten das Thema bereits. Multiple Sklerose, Alkoholmissbrauch und Giftstoffe wie Medikamente oder Chemotherapeutika. Und das Letzte, die Medikamente und Chemotherapeutika, das ist sozusagen das Häufigste, woraus sich dann die Polyneuropathie ableitet, durch die Vergiftung. Ich möchte mal eine Beobachtung wiedergeben, auch von der praktischen Tätigkeit von Dr. Tribnik. Ich selbst als klinischer Strahlenphysiker darf so etwas ja nicht geben, aber ich zitiere einfach. Es liegt schon über 2 Jahrzehnte zurück, als ich erstmalig einem Patienten mit Polyneuropathie begegnete. Es war für mich ein unvergesslich eindrucksvolles Erlebnis. Ein Bär von einem Mann kam mit tapsigen Schritten und offenbar auch zu großen Schuhen in meine Ordination. Er erzählte, früher ein starker Raucher gewesen zu sein und als Viehhändler auch immer wieder einmal bei den Bauern in der Umgebung ein Gläschen Schnaps getrunken zu haben. Eines Tages wurde bei ihm Lungenkrebs festgestellt und erhielt die übliche Chemotherapie mit den Wirkstoffen und so weiter. Danach ergab sich sozusagen, nach der Chemotherapie hat er seinen Krebs gut überlebt, ergab sich sozusagen eine klare Irritation erstmal empfunden bei ihm. Und vom Krebs war er nun geheilt, trotzdem konnte er seinen Beruf nicht mehr nachgehen. Während der Chemotherapie plagte ihn nämlich besonders nachts, also ich spreche von nach der Chemotherapie, besonders nachts ein starkes Kribbeln in den Füßen. Zunehmend spürte er diese nicht mehr und er hatte nach eigenen Worten das schmerzhafte Gefühl, dass seine Unterschenkel von Stahlklammern umschnürt sind. Er trug zu große Schuhe, gut gepolstert, um sich nicht beim Anstoßen an Stufen und anderen Hindernissen zu verletzen. Alle Versuche mit physikalischer Therapie, Bädern und hochdosierten Vitamin B blieben erfolglos. Der Gang des Viehhändlers war unsicher, er konnte auch nicht mehr Auto fahren, denn er spürte nicht mehr das Bremspedal und auch nicht mehr das Gaspedal. Er konnte also nicht mehr zu den Bauern fahren und somit seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Er wurde sozusagen dann von Ilse Tribnik mit Naturzeolit behandelt und konnte seiner Erkrankung klar und deutlich eine Polyneuropathie infolge der chemotherapeutischen Gabe von Medikamenten konnte er sehr gut überwinden und er hatte also allein mit Naturzeolit großen Erfolg. Also eine wunderbare Geschichte. Wir haben also, was macht das Naturzeolit? Wir haben also eine positive Beeinflussung durch Chemotherapie erzeugten Nervenerkrankung. Aber die Nervenerkrankung kann auch durch andere Medikamente als Nebenwirkungen erreicht werden. Die Mineralienzufuhr für lebenswichtige Funktionen durch Ionenaustausch ist hier zu nennen. Also wir haben das ja in den vorangegangenen Seminaren gelernt, wie das mit dem Ionenaustausch passiert und dass gerade über diesen Weg des Ionenaustauschs wir dort keine Gefahren durch fehlerhafte Dosis dazugeführten Mineralien zu befürchten haben.
Ja, wir haben also eine extrem starke antioxidative Wirkung. Wir haben hier eindeutig eine Vergiftung vor uns und können hier den oxidativen Stress, den in dem Falle bei Polyneuropathie die Nervenzellen erleben müssen, können wir extrem stark reduzieren. Wir haben auch, und im Zusammenhang mit der Polyneuropathie sehen wir auch häufig Schwellungen, und diese, sowohl die Schmerzen, können durch die Funktion von Naturzellulit, was nämlich alles Schädliche aufsaugt und aus dem Körper transportiert über den Toilettengang, dann können wir diese Schmerzen und auch Schwellungen gut mindern. Wir haben ja immer eine Gratwanderung bei der Gabe von Chemotherapeutika und auch anderen Medikamenten. Wie häufig ist es, dass wir dort zu Recht Furcht vor den Nebenwirkungen, Folgeerkrankungen erfahren haben? Und bei vielen Ordination, dass bei vielen Verschreibungen und Gaben von Medikamenten, besonders Chemotherapeutika, sind mir Fälle bekannt, wo eben selbst die Therapie abgebrochen werden musste, weil die Nebenwirkungen schon keine Nebenwirkungen mehr waren, sondern eben ernsthafte Folgeerkrankungen. Wir haben also das Problem bei der Gabe von Medikamenten und eben auch mit Chemotherapeutika, und ich erinnere, dass Chemotherapie auch ein Thema in dieser Woche war. Wir haben das Problem, dass wir den Teufel mit dem Belzebub austreiben wollen. Wir müssen also sehen, dass wir diese Gratwanderung richtig gehen. Und wie gehen Ärzte dabei vor? Es werden erst einmal die Nervenleitungsgeschwindigkeit gemessen. Eine gründliche Anamnese ist wichtig, damit man weiß, über welche Wege eben Vergiftungen, Beeinträchtigungen, Schädigung der Nervenzellen passiert sein können. Muss man also wissen, was ist verordnet worden, und man muss ganz genau dokumentieren, welche Symptome sind. Der Patient hat bei dieser ärztlichen Untersuchung eine ganz, ganz große Verantwortung, und seine Mithilfe ist unbedingt notwendig. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist über mehrere Vorstellungen beim Arzt erst möglich, hier eine Heilung zu bringen. Im Ergebnis schreibt, wie gesagt, über mehrere Jahrzehnte gewonnene Erfahrung, schreibt Dr. Ilse Tripnik, dass das Naturzellulit mit Abstand die beste Möglichkeit ist, hier eine Heilung zu bekommen. Wir können also damit die Nebenwirkungen, die schon zur Hauptwirkung sind und sehr beeinträchtigend und lebensqualitätsvermindernd sind, diese gut in den Griff bekommen. Und was macht sie? Was schlägt sie vor? Und ich möchte das hier an der Stelle sehr gern weitergeben. Es werden 3 mal 6 Gramm täglich, entweder bei der Chemo, und Chemo steht hier mal auch mit als Synonym für Medikamentengabe gegeben, und Sie brauchen keine Bedenken zu haben. Es ist von der Wissenschaft genügend untersucht worden, dass es keine negativen Beeinflussungen gibt auf die Medikamentenwirkung, auf die beabsichtigte Wirkung durch die Einnahme von Naturzellulit. Ich möchte das auch nochmal wiederholen. Es gibt keine Beeinträchtigung zur Medikamenteneinnahme und der damit beabsichtigten Wirkung durch die Einnahme von Naturzeolith. Natürlich muss Naturzeolith in der entsprechenden Qualität vorliegen, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich selbst hatte ja auch einmal das Problem, mich dringend zu entgiften, und tat das über Naturzeolith und habe mich vorab dann genau erkundigt, und ich werde Ihnen die Informationen, die ich damals gesammelt habe, auch in diesem Seminar wiederum weitergeben. Des Weiteren kommt dazu, wir sind durch die Medikamente im Immunsystem sicherlich geschwächt, vergiftet. Und da brauchen wir natürlich Silizium zum Leben. Und Silizium ist nicht nur in unseren Schaltkreisen, in unseren Uhren, in unseren Quarzuhren drin, sondern Silizium wirkt auch in der Natur, auch in unserem menschlichen Organismus, wie eine Uhr, wie ein Taktgeber, und ist unbedingt auch aus dieser Funktion her unbedingt notwendig. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich die Nachrichtenzentrale, unser Nervensystem, die Nachrichtenwege, unser Nervensystem, dass die natürlich den Taktgeber brauchen und auch die Uhr, daher auch die Tagesabläufe in Taktung, damit wir gesund leben und ohne Krankheit leben. Dort brauchen wir Silizium unbedingt zum Leben. Ich habe in den anderen Seminaren die anderen Aspekte schon genannt, warum wir Silizium brauchen, und möchte jetzt hier im Zusammenhang mit Polyneuropathie bloß auf diese Funktion eingehen. Und Naturzellulit ist ja Silizium. Ja, ich hatte schon gesagt, dass ich auch Naturzellulit nehme.
Nicht, weil ich eine Polyneuropathie habe, auch weil ich sie vermeiden möchte. Und ich hatte damals den Ansatz durch eine Vergiftung, habe mich erkundigt und bin auf Naturzellit 10 Mikrometer gekommen. Denn dieses Produkt ist aus meiner Sicht bis heute mir bekannt, das Produkt mit der besten Qualität und mit dem besten Schutz vor negativen Nebenwirkungen, negativen Erscheinungen im Zusammenhang mit Zellit. Wenn Sie Zellit mit schlechterer Qualität nehmen, wo zum Beispiel die Korngröße nicht konstant ist, bloß das ist bloß ein Beispiel, oder die Reinheit nicht ausreicht, aber die Korngröße ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn die zu klein ist, dann können wir uns großen Gefahren ausliefern. Wenn also die Körner in Nanogröße existieren, dann können wir uns großen Gefahren aussetzen durch die Einnahme von Naturzellit. Deshalb insistiere ich, achten Sie darauf, dass Sie Naturzellit höchster Qualität nehmen. Es ist nicht nur eine Frage des Preises. Es ist festzustellen, dass auch Naturzellit mit schlechter und für mich nicht akzeptabler Qualität selbst einen höheren Preis noch haben als die guten Naturzellite, so wie es vertreten wird durch Naturzellit 10 Mikrometer. Ja, ich nehme das und empfehle Ihnen das auch im Zusammenhang heute, wie gesagt, mit Polyneuropathie. Ich hatte Ihnen angezeigt, wie das einzunehmen wäre. Jeder, der Naturzellit in meinem Shop bestellt, ich habe hier die URL eingeblendet, shop.schmerzen-was-tun.de. Also jeder, der Naturzellit 10 Mikrometer bestellt, bekommt von mir schriftlich zugesandt die Einnahmeempfehlungen. Denn auch die Kleinigkeiten, die Details in der Einnahmeart und Weise, wie wir vorgehen, Einnahmezeitpunkt und einige Dinge mehr sind wichtig. Deshalb vermittle ich diese Informationen. In dem Shop ist Naturzellit einfach zu bestellen. Das ist wirklich simpel und sicher, auch mit der Bezahlung. Und Sie erhalten dann das auch sehr schnell. Ja, soweit dazu zu meiner Vorstellung heute an diesem Donnerstag zum Thema Naturzellit als Hilfe, als Heilmittel gegen Polyneuropathie, eine Erkrankung, die weit verbreitet ist und wo ausgewiesene Fachleute sagen, dass es keine bessere Lösung gäbe. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt besteht die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, beziehungsweise die Fragen hätten Sie auch schon vorher stellen können, aber jetzt kann ich nachsehen und das lesen. Ich finde im Moment noch keine Beiträge. Renate Ulrich hat geschrieben, ich möchte es vielleicht mal vorlesen. Clinoptilolid, Zeolit werden in der Wissenschaft als sogenannte intelligente Boten bezeichnet. Sie sind in der Lage, wichtige Spurenelemente zuzuführen und an den entsprechenden Stellen freizusetzen. Im Gegenzug werden an den freien Bindungsstellen Schwermetalle und Giftstoffe aufgenommen und abgeführt. Clinoptilolid, Zeolit werden in der Wissenschaft als sogenannte intelligente Boten bezeichnet. Jetzt kommt es also noch einmal. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, eine Frage, die hier nicht gestellt wurde, aber die viele im Kopf haben, beantworten. Woher weiß denn der Zeolit, dass es Gifte sind, die er herauslöst und nicht etwa wichtige Nährstoffe, die wir zum Leben brauchen? Die Antwort ist ganz, ganz einfach. In jedem Körnchen, und bei Naturzeolit 10 Mikrometer ist jedes Körnchen genau 10 Mikrometer groß, in jedem Körnchen sind Millionen von kleinsten Nanokanälchen. Und über Ionenaustausch und Adsorption, das heißt auch Anbindung durch elektrostatische Aufladung, gelangen nur die giftigen Substanzen dort hinein, denn sie haben nur diese Größe. Wichtige für das Leben, wichtige für die Ernährung, wichtige für Nährstoffe, Bestandteile, wie zum Beispiel Eiweiße, passen dort in die Röhrchen gar nicht hinein, in die Kanälchen, und werden nicht ausgeleitet, erfreulicherweise. Das Gift jedoch, die Giftstoffe, die Schwermetalle, die gelangen dort hinein und im Austausch gegen die wichtigen, benötigten Mineralien bleiben sie dann dort drin und werden schnellstens ausgeschieden aus dem Körper über den Darm. Das ist sozusagen die Funktion, auch die Antwort darauf, woher weiß Naturzeolit, dass es sich um Gift handelt und nicht etwa um wichtige Substanzen. Ja, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Dann möchte ich auch
das nicht weiter hinauszögern. Ich wünsche allen Leben ohne Krankheit. Bis zum morgigen Freitagsseminar.